Hallo miteinander, liebe Kunden, liebe Freunde des Hauses, liebe Kollegen. Es freut uns sehr, dass wir heute das zweite Kundenwebinar halten können. Heute zu einem spannenden Thema, wirklich ein sehr interessantes Thema, Brand Safety. Wir haben hier Andy Giesler gewinnen können. Er ist sozusagen der, würde man sagen, Mr. Brand Safety, wenn man so will. Er ist der Gründer und CEO von Zulu 5. Die einige von euch haben wahrscheinlich schon von Zulu 5 gehört. Das ist ein, sag ich mal, ursprünglich war es ein Crawler, ist es immer noch ein Crawler und der sucht eigentlich diese ganzen, sage ich jetzt mal, Werbungen, die jetzt eben nicht erscheinen sollten, respektive in Umfeldern, die nicht schön sind. Er hat gestartet im November 2014 und wir haben dann schon sehr früh mit ihm, gleich im Dezember, die ersten Berührungspunkte gehabt, haben dann auch relativ schnell einen Vertrag mit ihm abgeschlossen, weil wir es eine gute Sache fanden. Und er ist ein langjähriger Partner für uns, bereits seit über 7 Jahren. 2016 hat dann die NZZ in Zulu investiert und die haben dann Zulu auch im Sommer 2020 hat die NZZ Mediengruppe, respektive die Audience, die Vermarktungsgesellschaft, hat dann Zulu gekauft. Und ja, der Andy ist wirklich ein ausgewiesener Experte und wir freuen uns sehr, dass er heute uns das Thema Brand Safety näher bringt und hat sicher eine spannende Präsentation für uns vorbereitet. Bevor das allerdings losgeht, würde ich sehr gerne Martin Kappler begrüßen. Er arbeitet bei uns im Programmatic-Team operativ und er hat den Schwerpunkt Brand Safety, ist unser Brand Safety-Spezialist und er wird euch oder Ihnen zuerst eine Einleitung geben und auch ein paar tolle Beispiele zeigen. Wenn Sie Fragen haben, dann bitte das direkt in den Chat schreiben, damit wir dann nach dem Vortrag die Fragen beantworten können. Ich wünsche euch allen ganz viel Vergnügen und bin gespannt auf die Präsentation. Lieber Martin, dann würde ich dir gerade übergeben. Ja, hallo, danke Dominik. Moritz, hier eine kurze Einleitung. Was macht Brand Safety mit einigen schönen anschaulichen Beispielen aus der täglichen Praxis? Grundsätzlich Aufgaben. Was macht Brand Safety? Wir schützen den guten Ruf unserer Kunden. Wir erkennen und verhindern Werbebetrug. Und als dritter Punkt, was mir persönlich besonders wichtig ist, dass wir laufende Kampagnen auswerten, dass wir analysieren, wird auch das gekauft, was wir denken, dass wir kaufen und dass wir so sicherstellen, dass die Werbebudgets effizient eingesetzt werden. Dazu stehen uns verschiedene Instrumente zur Verfügung. Links unten als Basis ist der konsequente Einsatz der Brand-Safety-Maßnahmen in der DSP, sei es DV360, Teads Ad Manager und so weiter. Das kann zum Beispiel sein der Ausschluss von Kategorien, das sind die Alterseinstufungen, das ist aber auch der Ausschluss von im Browser eingebetteten YouTube-Playern. Das Kernstück dieses Teils der Maßnahmen, das ist die Hoye Blacklist, die wird konstant erweitert. Das sind momentan etwas über 10.000 URLs und Apps und mittlerweile auch über 1.300 YouTube-Channels, wobei dieser Teil sogar noch schneller wächst als die Blacklist. Die Gründe, wieso dass eine App und URL oder ein YouTube-Channel auf diese Blacklist kommt, sind sehr vielfältig. Ein weiteres Tool, sozusagen vom anderen Ende der Auslieferungskette her, ist der Zulu Black Webcrawler, der für uns die Werbungen unserer Kunden sozusagen in freier Wildbahn aufspürt. Wenn er eine Werbeeinblendung auf einer zweifelhaften Seite, auf einem zweifelhaften YouTube-Channel feststellt, gibt es einen Screenshot, die Auslieferungskette wird dokumentiert. Und das erlaubt uns dann, Maßnahmen zu treffen, um auch ganz vom Ende der Auslieferungskette her die Qualität zu verbessern. Daneben ist es aber auch wahnsinnig wichtig, dass wir
ein bisschen schauen, was läuft im Netz, was läuft politisch, von welchen Telegram-Gruppen wird verlinkt auf neue, sozusagen rechtsaußen Verschwörungsblogs, was läuft auf YouTube. Und so, wenn man nah am Zeitgeschehen ist, kann man Reputationsrisiken vermeiden, bevor sie entstehen in relevanter Größe. Dann als fünftes Instrument haben wir als sozusagen positives Gegenstück zur Blacklist, ist unsere Heu Premium Whitelist. Das sind mittlerweile und auch wachsend über 1200 URLs und Apps, die ich alle persönlich gesichtet habe. Das sind die 1200 Apps und URLs, die auch in der Schweiz konsumiert werden und die unseren relativ hohen Ansprüchen an Qualität Genüge tragen. Das eignet sich nicht für jede Kampagne, aber wir haben bis jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht und damit können wir eigentlich die Sicherheit von Private Deals hinüberbringen in den offenen Programmatic-Markt. Was schließen wir aus? Das sind ganz viele Kategorien. Natürlich politisch extreme Seiten, da wird Andi nachher noch viel mehr dazu sagen können. Verschwörungsseiten, YouTube-Channels, dieser Tage ganz viel. Natürlich Russland, vorher Corona. Forumseiten mit User-Generated-Content, wo wir nicht wissen, ist das genügend moderiert. Dating und Porno, gar kein so großes Problem mehr in den letzten Jahren. Aber dann Browser-Games, wo die Werbung am Rand läuft. Und ein ganz großes Thema für mich, Clickbait-Seiten mit eingekauftem billigem Traffic, raschem Ad-Reload und halt ein generell ziemlich minderwertiges Umfeld, so ein Wild-West-Internet. Und das kommt grundsätzlich bei uns auf die Blacklist. Das kann aber auch zusätzlich kundenspezifisch noch individuelle Blacklists beinhalten. Nun, einige Beispiele aus der Praxis. Disclaimer dazu, dass die Werbungen habe ich nicht anonymisiert. Das Targeting ist natürlich userspezifisch und so weiter. Das soll also nicht repräsentativ sein, die Brands, die hier erscheinen. Auf jeden Fall ist alles, was ihr hier seht, bei uns schon länger auf der Blacklist. Hier zum Beispiel, das ist nicht Photoshop, sondern das ist Photopea, ein browserbasierter Photoshop-Klon, ein technisch wahnsinnig beeindruckendes Werk. Nur rechts läuft on repeat die Werbung noch vierfach dupliziert. Und solange der User im Browser aktiv ist, laufen halt rechts Impressions rein. Nicht illegal, irgendwie eine Schlaumeierei, aber für uns ein ganz klarer Blacklist-Kandidat. Dann In-App-Werbung. Die meisten Spiele-Apps kommen raus bei uns. Das nächste Beispiel zeigt sehr anschaulich, wieso eigentlich. Also das ist so ein One-Button-Game. Man drückt mit dem Daumen, wenn das Auto bremsen soll. Und ganz unten seht ihr die Werbung, die läuft. Und wenn man sich jetzt vorstellt, ja, wo kommt der Daumen hin, mit dem man drückt? Oben ja nicht, da ist die Straße. Also unten in der Nähe der Werbung. Entsprechend werden hier absichtlich Klicks provoziert. Und insofern sieht dann das auf dem Papier Click-Through-Rate eigentlich alles ganz ordentlich aus. Aber trotzdem, das natürlich verschwendetes Geld und daher Blacklist. Dann auch ein Phänomen, ganz interessant, Nachschlageseiten. Das hier ist eine Seite Scrabble und Kreuzworträtsel. Die sind in den Top 50 URLs. Das ist ein Gigant der Digitalwerbung in der Schweiz auch. Der User schlägt was nach. Es hat hier 1, 2, 3 Videowerbungen, die laufen on repeat alle 30 Sekunden. Das kann pro User bis zu 600 Impressions, auch wenn der nebenbei auf Papier sein Kreuzworträtsel löst.
Und das ist auch umsatzmäßig, also bis zu 12 Franken pro Stunde schätzen wir, pro User kann so eine Seite umsetzen. Das ist also ziemlich, ziemlich lukrativ. Von diesen Seiten gibt es viele Wetterseiten und so weiter. Auch das ist eigentlich Cluttering, wie viel Werbung das hier ist und dupliziert. Dann YouTube, eigentlich ein eher sicheres Umfeld. Trotzdem lohnt es sich ganz genau hinzuschauen, was man einkauft. Hierzu ein Beispiel. Eine Kampagne, Branding, relativ hohes Budget, Alterstargeting Mitte 30 bis Mitte 50 und dann mit In-Market Audience, so Leute, die ein Haus kaufen oder schon ein Haus haben. Natürlich Geotargeting Schweiz. Also was erwartet man, was schauen diese Leute vielleicht für YouTube-Channels? Nach einem Tag mit dem Report sah das so aus. Wir hatten Anteil, das sind also Kinder-Channels und das schaut kein normaler Erwachsener diesen Content. Das ist über 80% der gebuchten Werbeeinblendungen gingen über Kinder-Channels raus. Die kleine Nastja oben, die ganz oben da beim Violetten, die verdient übrigens pro Jahr mehr als wir alle zusammen. Das sind eigentlich Giganten auf YouTube, weil auch viele Kinder halt YouTube schauen. Mit Mamas iPad. Darum passt das Targeting eigentlich. Nur das Geld geht nicht an die richtige Stelle. Nach einigen Korrekturen, Blacklisting, Targeting anpassen, sah dann das so aus. Also das ist dann das nach gesundem Menschenverstand zu erwartende Channel Mix, Schlager, Gartenbau, Elektronik und Mama Blogs. Also man kann, wenn man hinsieht und korrigiert, kann man auch so eine Kampagne relativ schnell wieder auf den richtigen Kurs bringen. Zum Abschluss, um zu zeigen, dass das Ganze eben nicht einfach ein Randphänomen ist, ein paar Impressions hier und da. Das hier, das ist die Rangliste, ein Inventory Availability Report von Google DV360 für den Januar 2022. Das ist also das Inventar, das Google anbietet, das gebucht wird, sortiert nach potenziellen Impressions absteigend. Die ersten 9 sehen ganz gut aus. In Rot kommt jetzt anonymisiert, was bei uns auf der Blacklist ist. Und das ist etwa ein Drittel, ein Viertel, je nachdem. Das waren die Top 150. Das zieht sich natürlich weiter nach unten durch. Die Beträge werden dann kleiner, aber so sieht man, das Ganze ist ziemlich relevant, auch monetär für unsere Kunden und darum nehmen wir das sehr ernst. So, das war's. Ich danke vielmals und ich übergebe dann an Andi mit dem Hauptteil. Vielen Dank. So, könnt ihr mich alle hören? Ja. Perfekt. Ich teile meinen Schirm. Hey, danke, Martin. Wir arbeiten jetzt ja schon seit einer Weile zusammen, es ist immer spaßig, also nicht spaßig, eigentlich ist es traurig, aber manchmal eben doch spaßig zu sehen, was für innovative Arten Firmen finden, um mehr Geld zu verdienen und manchmal eben dann zum Schaden oder in der Regel zum Schaden von Werbeauftraggebern. Aber ihr geht da wirklich auch die zweite und dritte Meile, was das Thema anbelangt. Das ist, wie Moritz gesagt hat, ist eine langjährige Partnerschaft, die wirklich auch zu qualitativ hochstehenden Resultaten führt. Wir werden heute, also Martin hat jetzt mehr das Thema der, ich sag's mal, kommerziellen Dimension betrachtet. Es gibt eine kommerzielle Dimension von Brand Safety, wenn es auch in die Richtung von Fraud geht. Ich werde heute mehr auf das Thema von Reputationsschaden eingehen.
Was bedeutet das, wenn ich Werbung an einem Ort schalte, wo es vielleicht nicht so ideal ist? Ja? Und das ist jetzt ein charmantes Beispiel, einfach mal um eine Illustration zu machen. Würde ich jetzt eine Pizza-Werbung auf der Toilette schalten, die Zielkundschaft mag die richtige sein, der Ort, der ist unter Umständen ein bisschen fraglich. Das heißt, wir werden heute verstärkt auf Umfelder eingehen, die potenziell problematisch sind. Wir werden da vor allem auch auf Themen wie Ideologie und Extremismus eingehen. Das heißt, wie kommt es dazu, dass Werbung dort geschaltet wird und was ist der mögliche Schaden, der daraus erwächst? Nun, was macht eine starke Marke aus? Ja, ein bisschen was aus dem Schulbüchlein. Starke Marken sind solche, die einen klaren Markenkernwert haben, die zu gewissen Dingen stehen, die eine eindeutige Positionierung haben und die auch gewisse Markenregeln haben, die diese Marke raustragen. Und dadurch haben sie Glaubwürdigkeit und sie haben auch gewisse Grenzen, wo sie sagen, über diese Grenzen gehe ich nicht hinaus. Und dadurch gewinnt eine Marke an Stärke, weil sie eine klare Positionierung und die Leute identifizieren sich mit dieser Marke und sagen, da stehe ich dabei, da stehe ich dazu. Das hat man jetzt auch sehr, sehr eindrücklich gesehen im Krieg zwischen Russland und Ukraine, wie viele Firmen sich plötzlich positionieren mussten, sagen mussten, okay, möchte ich raus, möchte ich nicht raus, weil dort eine gewisse Glaubwürdigkeit auf dem Spiel stand und die sich überlegen mussten, wofür stehe ich als Marke, als Firma und was für Konsequenzen erwachsen mir daraus. Warum ist das Thema Brand Safety in diesem Kontext so wichtig? Im Grundsatz geht es um Risikomanagement. Es geht darum, was ist der Impact, was ist der Ausfluss dessen, wenn ich Werbung neben Content zeige, der nicht mit meiner Marke übereinstimmt. Da hat die Trustworthy Accountability Group, TAG Group aus Amerika und das Brand Safety Institute haben eine Untersuchung gemacht vor 2 Jahren. Da gibt es x verschiedene Untersuchungen, die kommen alle zu einem ähnlichen Schluss, dass, oder zuerst mal die Frage, how much of the content that is online today do you believe is dangerous, offensive or inappropriate? Da sagen doch die Hälfte, ja, somewhat, also die ist durchaus gefährlich, manchmal offensive heißt fast schon beleidigend oder eben nicht passend. Und dann die nächste Frage, if you discover that ads you regularly buy from had appeared on a website promoting such activities, how much would you reduce the purchases of that product? Also wie stark würde man seine eigenen Einkäufe von dieser Marke reduzieren, wenn man sehen würde, dass sie neben solchem Content, der eben dangerous, offensive oder inappropriate ist, zeigen würden. Und dann haben doch 40% gesagt, I would stop buying it, ich würde es nicht mehr kaufen. 27% hat gesagt, ich würde meine Einkäufe reduzieren. Ein gewisser kleiner Prozent hat gesagt, ich würde etwas selber kaufen oder ich würde es weniger als die Hälfte reduzieren. Also es gibt eine Assoziation, das hat man in verschiedenen Studien gesehen, dass wenn man Marken, die man eigentlich gerne hat, die man unterstützt, neben Content erscheinen, die man als nicht okay empfindet, dass das auch einen Einfluss dann hat auf die Markenwahrnehmung, weil, da komme ich zur zentralen Aussage dieses Slides, die Verbraucher betrachten die Anzeigenschaltung als eine Befürwortung des Inhalts. Auch wenn das überhaupt nicht so ist, auch wenn jetzt ein Werbeauftraggeber gar nicht, unter Umständen gar nicht absichtlich dort erschienen ist, dann wird es von den Konsumenten, wird das als implizite Unterstützung betrachtet. Dasselbe ist auch auf, ich sage es mal, nicht nur auf extremistischen Seiten oder ideologisierten Seiten, sondern auch auf Seiten wie zum Beispiel Piraterie, das ist ein großes Thema, also Copyright Infringement. Wenn man dann Werbung von einem Brand sieht, dann geht man davon aus, dass die Website eigentlich legit ist, dass die legal ist, weil diese Marke das unterstützt. Dann merkt man, oh, ist doch nicht, wo sich dann automatisch die Frage stellt, hey, weshalb schaltet denn diese Firma dort Werbung? Das ist eigentlich das größte Risiko, das Brand Safety stellt. Das heißt, es gibt die Dimension Fraud, die Martin vorgestellt hat, die eine kommerzielle Dimension ist im Sinne dessen, dass ich Geld ausgebe für eine Schaltung, die nichts wert ist. Und es gibt eine Risikodimension, was die Marke anbelangt, die dann einen Schaden nimmt, die eben zu Umsatzverlusten führen kann, wenn man neben solchen Content läuft.
Ihr könnt euch selber ausrechnen, wo das größere Risiko ist. Im Schluss bei beiden ist ein gewisses kommerzielles Risiko vorhanden. Wer sich erinnern kann, 2017, 2018 gab es einen ziemlich großen Eklat auf YouTube. Da waren doch einige sehr, sehr krasse Beispiele von extremistischen Kanälen, die Werbung getragen haben, und das hat die Times hat das aufgedeckt. Es gab einen ziemlichen Eklat. Ich habe dann mit YouTube Leuten gesprochen in Zürich, die haben dann einen ziemlichen Hub, also das hat die recht durchgeschüttelt und haben nachher einige Anpassungen vorgenommen. Also YouTube ist sicherer geworden, was diese extremen Beispiele anbelangt, auch das Thema Pädophilie. Also die Kommentare, die gewisse User dort hinterlassen haben, waren wirklich, wirklich schrecklich. Habe ich ziemlich mitgenommen, was ich dort lesen musste. Und auch dort hat YouTube aufgeräumt. Also ich sage es mal, die extremsten Beispiele, auch das Thema, das Martin erwähnte, hinsichtlich Porn, da hat die Industrie sehr, sehr viel gemacht. Andere Dinge wie Infowars, Alex Jones, da ist man halt im Zwist, was ist Meinungsfreiheit und was sollte man blocken? Und da merken wir immer wieder, dass YouTube sehr, sehr stark darauf achtet, was sagt der Markt, also wie sensitiv agieren große Advertiser darauf. Und wenn da plötzlich große Advertiser runterspringen oder sagen, nee, das geht nicht, dann blocken sie es eher und sonst lassen sie es unter Meinungsfreiheit laufen. Also es ist ein dünner Grat, auf dem auch YouTube läuft. Haben wir auch gesehen im Zusammenhang mit Russland. Ich weiß nicht, ich predige schon seit gefühlt 5 Jahren, dass man Russia Today vielleicht nicht buchen sollte auf YouTube, weil die doch gewisse Positionen einnehmen. Und jetzt mit öffentlichem Aufschrei, respektive mit der ganzen Krise, wurde Russia Today gesperrt und Werbung wurde entzogen. Das Thema ist noch nicht gegessen. Ja? Es kommen immer wieder so selbsternannte Public Shamer, die sich des Themas annehmen und Stories daraus zu machen suchen. Es gibt auf Twitter gewisse Kanäle, die sammeln Screenshots von Marken, die auf gewissen Seiten Werbung schalten. Wir gehen nachher auf diese Seiten noch ein. Das, mitunter kann das dann ziemlich große Sache geben. Letztes Jahr hat VW darunter gelitten. Die hatten eine Einblendung auf Breitbart. Das wurde dann aufgenommen, wurde auf Twitter gezeigt mit einem Screenshot. Die FAZ hat das dann aufgenommen. Und das ging da bis in die Chefetage hoch von VW. Die mussten dann öffentliche Statement abgeben, dass sie das bedauern. Hat nicht geholfen. Und wenn man sich dann anschaut, wie viele Werbeeinblendungen das waren auf Breitbart und wie viele Leute dadurch erreicht wurden, dann war das natürlich nichts im Vergleich zum Reputationsschaden, den VW hier eingefahren hat. Vor allem, da Breitbart eigentlich schon lange auf der obskuren Liste ist. Breitbart ist ja schon 2019, 18, 17 ein Thema gewesen. Und dennoch wurde weiter dort Werbung geschaltet und VW musste da zurückkrebsen. Das sind einfach so ein paar Beispiele aus den letzten Jahren, was passieren kann. Kurz zur Einordnung zum Thema Brand Safety. Brand Safety geht es ja nicht nur um Fraud, respektive Extremismus. Es gibt noch weitere Dimensionen, seien das illegale Aktivitäten, Phishing, Malware, Dating-Seiten gehen für viele darunter. Das ist dann das Thema Brand Suitability. Also wir unterscheiden zwischen Legal Safety und Suitability. Legal Safety ist wirklich ein erhöhtes Risiko, ist in der Regel objektiv nicht okay. Brand Suitability, da gehen wir dann in den Bereich rein, wo sich die eine Marke sagt, ist für mich völlig okay. Zum Beispiel, ich sage es mal, ein Glücksspielanbieter oder ein Gaming-Anbieter mag sich völlig okay fühlen mit Glücksspiel natürlich. Für einen anderen Brand mag das ein No-Go sein. Dasselbe übrigens auch mit Gewalt und Waffen. Ja, also wenn ich mit meinen englischen Kunden spreche, ist für die das Thema Waffen, Gewalt oder respektive der Waffeneinsatz, das Testen von Waffen überhaupt oder in der Regel kein großes Problem. Wenn ich mit Schweizern, Österreichern, Deutschen spreche, dann sind Waffen eigentlich ein No-Go. Ja, also da sind wir im Bereich, was passt zu mir, was passt nicht zu mir. Dasselbe auch beim Thema Sexualität und Nacktheit. Ich habe in den letzten Jahren sehr viel über Sexstellungen und so gelernt. Das ist anscheinend ein großes Thema. Und für viele Brands ist das natürlich ein No-Go. Für andere Brands, die sagen sich, hey, ja, ist okay, solange es der richtige User ist. Also das Thema Brand Safety ist nicht schwarz-weiß. Es hat sehr, sehr viele Schattierungen. Ich möchte jetzt aber heute auf ein sehr aktuelles Thema eingehen, nämlich das Thema
Extremismus und Ideologie, weil das einfach ein Bereich ist, wo wir gesehen haben, der wächst, die Problematik wächst und ich sag mal, die Tools, die man früher benutzt hat, um einfach einen Knopf zu drücken, um das Thema, sich des Themas zu entledigen, die greifen zu kurz. Die haben sehr gut gegriffen beim Thema Pornografie zum Beispiel, das sieht man fast nicht mehr, beim Thema Ideologie ist es eindeutig schwieriger. Gehen wir mal auf ein paar Beispiele ein. Ja? Zum Beispiel Epoch Times. Epoch Times wurde mitunter auf Twitter groß propagiert als, hey, solltet ihr nicht werben. Wenn man sich jetzt die Seite Epoch Times so anschaut, könnte man auf den ersten Blick meinen, ja gut, das ist einfach so eine relativ normale Newsseite. Ja, Zelensky kritisiert Deutschland, Appell an Scholz, zeigen Sie Führungsstärke. Das ist per se nicht problematisch. Shanghai-Bürger protestieren gegen Maßnahmen. Gut, fair enough. Aber dass sie eben auch gewissen Content haben, Corona-Impfpflicht ist verfassungswidrig, Wall Street infiziert, Amerika manipuliert, die Vertuschung des Jahrhunderts. Schon nur die Tatsache, dass sie hier oben Werbung vom Kopf Verlag zeigen, was eine andere Plattform ist, die eher, ich sag's mal, am gewissen ideologisierten Rand populisiert, zeigt halt auch, dass die Seite durchaus kritisch ist. 63 Strategien zur Zerstörung der Menschheit, da gibt es genug Content, aber es ist nicht so offensichtlich, dass man auf den ersten Blick direkt sehen würde, oh, ne, das ist eine Webseite, dort darf ich ja keine Werbung positionieren. Und das macht es unglaublich schwierig, gerade auch, ich sage es mal, für Technologien, die eine automatische Klassifizierung einer Webseite vornehmen und dann sagen, ja gut, das ist eine Newsseite, ja, weil sehr viel Content ist einfach News, dass die aber durchaus auch ideologisierten und ich sage es mal, fast schon rechtsradikalen Content auf der Seite haben, ist schwierig für diese Technologien, das aufzufassen. Entsprechend werden die nicht automatisch geblacklistet und man schaltet dort Werbung. Ja, in der Regel ist das dann Google-Werbung, die dort läuft. Ein anderes Beispiel, das ein bisschen offensichtlicher ist, sind so Seiten wie, ich sage es mal, BitChute. BitChute ist so der Abfallkorb für alle YouTube-Frustrierten, die auf YouTube gesperrt wurden. Die gehen dann halt auf BitChute rüber und blasten dort halt ihre Message raus. Ja. Und da sieht man also, wer unterhalten werden möchte, was alles am rechten und am linken Rand abgeht, der darf sich gerne ein bisschen auf BitChute rumspielen, rumklicken. Also es ist wirklich frappant, was man dort alles zu sehen kriegt. Das wäre jetzt eher ein offensichtlicher Fall dessen, was man sperren würde. Dann gibt es so Seiten, oder wir haben es vorher vom Thema Brand Suitability gehabt, gibt es so Seiten wie die hier. Pimple Popping ist übrigens ein Riesenthema, wusste ich nicht, aber sehr viele Leute schauen sich so Zeugs an. Ich weiß nicht weshalb, ganz ehrlich, aber Corner Trader findet es nicht allzu schlimm. Und wenn ich mir dann eben so Videos anschauen möchte, dann sehe ich dann allerhand Sachen, allerhand Werbung, die dann halt geschaltet werden. Und so gibt es halt unterschiedliche Grade an Brand Safety, die zum Einsatz kommen können. Gehen wir mal ein bisschen tiefer in das Thema rein, wie sind diese, ich sag mal, am Rand der Gesellschaft ideologisierenden Webseiten, wie sind die aufgebaut? Man hat Webseiten, die sich weniger über Werbung finanzieren, sondern mehr über Spenden. Die haben dann entsprechend, das sieht man relativ oft auf diesen Seiten, die haben dann so einen Donate-Button, der erscheint auch auf jedem Artikel. Man wird auch mit Stören unterbrochen und gesagt, hey, bitte spende Geld, ja, um uns am Leben zu halten, weil die wissen, dass die früher oder später wahrscheinlich geblockt werden, weil die einfach doch gewisse extreme Positionen haben. Die sind für Werbeauftraggeber, für Advertiser nicht so kritisch, weil die sind nicht an ein Netzwerk angebunden. Die einzige Herausforderung auf solchen Seiten ist in der Regel Affiliate. Affiliate, die werden oftmals dort eingebunden, sehr, sehr günstiger Traffic. Der eine oder andere klickt auch auf so Bannerchen dann. Das ist eigentlich das größte Risiko, wenn man jetzt Affiliate fährt, wo man sehr, sehr breit streut. Dann, ich sag mal, der große Teil der Seiten bewegt sich so im Bereich Meinungsfreiheit. Ich habe meine Meinung, ich darf die auch öffentlich kundtun, das ist auch völlig okay. Darf auch jede Webseite machen.
die zeigen unterschiedlichen Grad an Werbung. Ja, Martin hat vorher ein Beispiel gezeigt mit irgendwie 4 Ad-Slots auf der Seite, die sich reloaden. Also hier Blubber Buzz. Ich finde den Namen gar nicht so übel. Blubber Buzz zeigt hier 5 Ad-Slots nebeneinander plus noch einen hier oben, um vom Content her doch auch eher auf einer durchaus kritischen Ebene. Also die agieren auch unter der Gürtellinie, was deren Content anbelangt, die Art und Weise, wie Messages rausgehauen werden, plus das Problem, das man dann halt hat auf diesen Seiten, die monetarisieren sich nicht über Spenden, sondern über Werbung. Die haben jetzt zwar doch einen anständigen Traffic, aber natürlich nicht ultra viel. Entsprechend hauen sie halt so viele Ad-Slots rein, wie sie halt nur können. Also ich zähle jetzt hier 1, 2, 3, 4, da unten ist noch ein 5, 6, 7, da oben wäre auch noch einer gekommen, hat sich anders überlegt. 8, 9, 10 und so weiter. 11, 12, 13 und da unten noch ein bisschen Native-Werbung. 14 Ad-Slots. Da unten wäre jetzt auch noch einer hier mit dem X. Das ist dann schon eine ziemliche Menge an Ads. Das heißt, die sind Ad-finanziert. In der Regel, das sieht man auch hier, sind die ans Google-Netzwerk angebunden. Es gibt auch noch andere Netzwerke, die solche Seiten buchen. Zum großen Teil ist es Google. Weshalb macht es Google? Die berufen sich auf Meinungsfreiheit. Auch hier gibt es durchaus einen Unterschied. Jetzt hat man übrigens gerade einen Reload gesehen. Auch hier gibt es einen Unterschied zwischen Amerika und Europa. Wir merken, dass in Europa die Meinung, was solche Seiten anbelangt, viel klarer sind als in Amerika, wo doch ein ziemlich großer Teil der amerikanischen Bevölkerung solche Seiten liest. Auch Breitbart zum Beispiel hat sehr eine große Leserschaft. Entsprechend schmeißt die Google auch nicht raus. Zu viel Geld, das hier verloren gehen würde. Der Druck ist dort schlicht und ergreifend zu wenig groß in Amerika. In Europa ist er definitiv höher. Und da gibt es tonnenweise Seiten. Ja, ich habe jetzt hier mal ein paar englischsprachige, ich gehe auch noch auf die deutschsprachigen Seiten ein. Da gibt es auch, ich sage es mal, ganz, ganz viel zum Thema Corona. Gab es sehr viel, jetzt inzwischen natürlich das Thema Russland, Ukraine. Auch dort spannend zu sehen, viele dieser Seiten unterstützen Russland in diesem Konflikt, sagen, hey, der Westen hat völlig versagt, kann man sagen als Meinung. Und sehr, sehr oft sind sie auch so als Freedom Articles, als Freiheit, freiheitliche Meinung, die einzigen, die die Wahrheit sagen, die einzigen, die irgendwie es wagen, das zu sagen, was alle denken, die sind oftmals mit dieser Message aufgebaut. Dann gibt es Seiten, die haben eigene Universen, also die haben ganz, ganz viele verschiedene Ableger, die mit gewissen Themen unterwegs sind. Die linken dann in der Regel auch aufeinander, zum Beispiel diese Antifa Watch News, die haben ganz viele verschiedene Topics, ROFL, irgendwie hilarious, Coca-Cola, Starbucks, McDonald's closing all restaurants in Russia to protest Ukraine fighting, making Russians healthier. Sehr, sehr spannender Artikel. Twisted News, Campus Insanity, Outrage Depot, Insanity News. Also, die haben dann verschiedene Seiten. Sieht man auch, dass die mit verschiedenen Domains agieren, dass man eben nicht mehr die Domains sperren kann. Die kaufen dann ganz, ganz viele verschiedene Domains ein und diese Domains führen dann auf die eigentliche Domain, sodass eben das Blocking der Domain erschwert wird. Und die machen dann Link-Sharing untereinander und schieben sich so auch Traffic hin und her. Dann gibt es das Thema YouTube-Kanäle. Martin hat es erwähnt, ich sage mal, die krassesten Dinge sind eigentlich von YouTube weg. Aber es gibt also immer noch recht viel Content auf YouTube, wo man sagen muss, boah, also Biden using TikTok Girls to brainwash your kids. Nancy Pelosi wird jetzt hier und dann ist man immer mit so total collapse. Nancy gets desperate, disgusting Democrat strategy are glad. Gerade die Konservativen bedienen dieses Feld ziemlich stark. Auch gerade was so Nancy Pelosi anbelangt, was Biden anbelangt, Zelensky calls for world war. Das sind doch ziemlich extreme Positionen. Und wenn man das sich anschaut, 100.000 Views, 200.000 Views, also das sind nicht Videos, die irgendwie ein paar hundert haben, sondern die haben dann wirklich tausende Views, die da drüber laufen. Und das ist also ein Thema, das nicht unterschätzt werden soll. Dann gibt es, ich sage mal, Bereiche, die, ja, kann man sich drüber streiten, ja, ob jetzt Contact with Nordic Alien in USAF Uniform oder irgendwie
Did Hawaii Gear Thermal Plane Conduct Scala Weapons? Das geht dann schon ins Thema Brand Suitability rein. Der eine schmunzelt darüber, der andere findet es schrecklich, der nächste findet es dumm oder der nächste glaubt daran. Wer weiß, von diesen Kanälen gibt es ganz, ganz viele. Alles, was irgendwo extraterrestrial ist, ich habe irgendwo eine Message gekriegt von diesem oder jenem, religiös angehaucht, geht auch ins Thema Ideologie rein, landet dann bei uns auch auf der Blacklist. Wow. Weshalb? Es ist Thema Brand Suitability. Muss man sich schon überlegen, ob man auf solchen YouTube-Kanälen schalten muss. Und da haben wir, also weit über 1000 Kanäle haben wir auf unserer Blacklist auf YouTube, die halt einfach so relativ extremen Content haben oder halt einfach stark ideologisierten, wo man sich die Frage stellen muss, möchte man sich mit solchen Kanälen identifizieren. Bei YouTube läuft das natürlich unter Meinungsfreiheit, ist bis zu einem gewissen Grad auch nachvollziehbar. Eine Herausforderung, die YouTube noch bietet, die man nicht vernachlässigen darf, ist, YouTube-Werbung läuft nicht nur auf YouTube. Es gibt die Möglichkeit, dass man YouTube-Werbung auch außerhalb YouTube laufen lässt. Das läuft dann innerhalb von YouTube, ich sage es mal, von Videoplayern, die YouTube-Werbung drin haben. Whatfinger.com ist so eine Seite. Da muss man mal schauen, ob da unten rechts, jetzt läuft da unten rechts ein Video los. Hier ist YouTube-Werbung mit eingebettet, sehr oft. Die haben auch wieder hier doppelte Werbeblöcke. Das heißt, man läuft dann außerhalb von YouTube auf Seiten, die man sonst direkt wahrscheinlich nicht buchen würde. Hier zum Beispiel von Interdiscount, das jetzt mir gerade gezeigt wurde, die zum Beispiel jetzt mit YouTube-Werbung, da sieht man auch das YouTube-Überspringen hier auf diesem Whatfinger-Videokanal gelaufen sind. Jetzt, wie findet man überhaupt solche Seiten? Also wenn es euch interessiert, es gibt so Link-Aggregatoren, also es gibt ganze Webseiten, die aggregieren verschiedenste Links von verschiedensten Seiten. Das ist natürlich für mich ist das Gold wert, weil ich finde so mehr Webseiten raus, die auf diesen Webseiten, die solchen Content promoten. Und auch die haben dann oftmals wieder Werbung, zum Beispiel hier Affiliate-Werbung von Amazon, die dann dort läuft. Und diese, also es ist schon noch spannend. Also es gibt relativ viele Infowars, ist ein ganz bekannter von Alex Jones, Drudge Report, Raw Story, Daily Poll. Poll ist eine ziemlich bekannte Figur in Amerika, Federal Jack, Rogue Government, Change the Channel, ist ein YouTube-Kanal, Spy Witness, Crypto Game. Also da gibt es Natural News, da geht es ums Thema Medizin, wo die ganze Pharmaindustrie an Pranger gestellt wird. Das sind alles Heuchler und eigentlich sollte man irgendwie Gras fressen, um gesund zu werden. Ich sage nicht, dass es falsch ist, aber es ist vielleicht nicht die Lösung für jedes Problem. Und das Thema ist wirklich nicht nur ein amerikanisches Thema. Es gibt auch in der Schweiz, gibt es einige Kanäle, wenn man sie besuchen würde, wenn man sagen, bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob ich dort Werbung schalten würde. Zum Beispiel so Seiten wie einreich.ch, das ist ein deutscher Ableger, der auch in der Schweiz auftritt, durchaus mit großflächigen Bannern unterwegs, vom Content her, Ukraine-TV-Moderator ruft dazu auf, russische Kinder zu töten, gefährlicher Größenwahn à la Soros, das sind wirklich Seiten, oder auch hier mit dem Reichskreuz. Da würde ich jetzt eher vorsichtig sein, solche Webseiten zu buchen. Analog gibt es auch so Patriotin.ch, Legitim, Uncut News. Es gibt so Webseiten wie wearechange.ch mit den ganzen QAnon-Geschichten, Medienschubladen teilen und herrschen oder wieder mal general austeilen an Ringieta Media und NZZ und Konsorte. Also das Thema ist nicht nur ein amerikanisches Thema, sondern ist bei uns auch immer stärker am Kommen. Ja, die haben auch gemerkt, wie viel Traffic das da generiert wird im englischsprachigen Raum. Viele versuchen auch über die Art und Weise natürlich sich über Affiliate oder irgendwelche, hey, bereite dich auf den Notfall, solche Dinge, versuchen die dann Geld zu machen. Haben oftmals auch eigene Shops, wo man sich für den Weltuntergang einkaufen kann oder die nötigsten Dinge besorgen kann. Telegram ist ein großes Thema, zum Beispiel hier Lawyers of Light, Telegram-Kanal,
Dort werden sehr viele dieser Links geshared. Also so kommen die Leute auch darauf. Auf Google findet man die Seiten oftmals gar nicht, sondern die findet man dann wirklich nur über direkte Verlinkungen. Die werden dann über WhatsApp und über Telegram werden diese Links geteilt und erhalten so einiges an Traffic. Also da ist man wirklich in einem eigenen Universum vom Denken von Leuten drin. Und das ist doch ziemlich krass, was dort abgeht. Nun, wie kommt Werbung auf solche Seiten? Ja, ich habe mal ein paar Beispiele rausgepickt, wie wir sie auffassen. Das ist jetzt das sind Zulu-Beispiele. Also unser Zulu-Crawler ist auf solche Seiten gegangen, zum Beispiel Newsmax.com. Was machen wir? Wir graben dann zurück zum Ursprung, um halt zu sehen, wie kam diese Werbung überhaupt auf diese Webseite. Und Martin, Moritz, die nutzen dann genau solche Alerts, um eben zu sehen, was ist passiert, wo ist was falsch gegangen, was müssen wir blocken, um sicherzustellen, dass wir eben nicht mehr dort landen. Und dann sieht man hier Medium Social, UTM Source YouTube. Das heißt, das war jetzt ein Beispiel für eine YouTube-Werbung, die aber nicht auf YouTube gelaufen ist, sondern die dann am Schluss eben auf dieser Seite Newsmax gelaufen ist. Anderes Beispiel, unzensuriert, das ist eine österreichische Seite. Ich habe jetzt hier alles Nicht-Schweizer Beispiele gebracht. Das Adobe, das war Adobe, das hier war envian.de. Ich mache jetzt hier kein Shaming von irgendwelchen Schweizer Advertisern. Adobe ist hier über DFB Ad Request, ja, ganz normal, über DV360 sind die dann auf diese Seite gelandet. Also es war ein programmatischer Einkauf über DV360, was ein sehr, sehr großes Netzwerk ist für solche Werbung, sind die am Schluss auf dieser Seite gelandet. Hier ein klassisches Beispiel, Sky, die über Google Ads geschaltet haben. AdGap ID heißt, die haben das über GroupM gebucht. Und hier ein Beispiel für YouTube, ja. Das ist dann ein YouTube-Video, die landen dann ganz klassisch über einen YouTube-Player auf solchen Kanälen. Das heißt, was wir machen, ist, wir monitoren diese YouTube-Kanäle, wir monitoren die Seiten. Wenn wir dann Werbung sehen von einem Schweizer Advertiser, gibt es eine entsprechende Alert-Meldung, hey, du wurdest gesehen auf dieser Webseite. Und dann natürlich mit den ganzen Informationen, was ist genau passiert, um dem nachhaltigen Riegel setzen zu können. Was dann Hoy macht, ist, die setzen solche YouTube-Kanäle eben auf die Blacklist oder die Webseiten werden auf die Blacklist gesetzt. Und was wir halt sehr, sehr oft sehen, wie Werbung dort geschaltet wird, ist klassisch über das Google Display Netzwerk. Es ist das größte Netzwerk, hat sehr, sehr viele kleine Seiten im Longtail drin. Wir sehen einiges an Affiliate- und Native-Werbung auf solchen Seiten. Das ist in der Regel sehr, sehr günstige Klicks, die dort angeboten werden und halt über Videoplattformen wie YouTube. Also wenn ihr YouTube-Werbung bucht, habt ihr hier unten so einen Link, der heißt Videopartner im Display-Netzwerk. Wenn ihr den angeklickt lasst, dann heißt es, dass YouTube-Werbung eben auch über das Google Display-Netzwerk raus verteilt wird und auf allerhand Webseiten erscheinen kann, wo ihr es unter Umständen nicht wollen würdet. Also wenn ihr, ich sag's mal, sensitiv seid, was das Thema Exposure anbelangt, dann würde ich, wenn ich YouTube buche, darauf verzichten, noch das Netzwerk mit dazu zu nehmen. So landen diese Werbungen auf diesen Seiten. Nun kommen wir dazu, was kann man machen? Ja? Es gibt ganz konkrete Dinge, die man wirklich unternehmen kann. Der Schritt 1, und da hapert es schon bei vielen, ist mal zu definieren, was bedeutet für mich persönlich, für mich als Advertiser, was bedeutet für mich Brand Safety? Das heißt, welche Umfelder passen zu mir und welche Umfelder passen nicht zu mir? Welche Buchungskanäle sollte ich vermeiden, wenn ich gewisse Umfelder nicht buchen möchte? Und wie löse ich den Zielkonflikt zwischen, ich sage es mal, ich möchte einen gewissen Reach haben, ich möchte gewisse Leute erreichen, aber ich möchte nicht auf beliebigen Umfeldern laufen. Und dann kann es sein, dass man sagt, gut, ich buche nur Premium-Kanäle, ich bin bereit, ein bisschen mehr Geld auszugeben, dafür schütze ich meine Marke. Es kann aber auch sein, dass die Entscheidung ist für mich okay, ich nehme ein gewisses Risiko in Kauf, mir ist es wichtiger, die breite Masse zu erreichen, aber da muss man sich auch dessen bewusst sein, was das Resultat sein kann. Also, wie gesagt, es ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte, aber es ist wichtig, dass man für sich, und das kann auch eine Definition pro Kampagne sein, dass man sagt, man Branding-Kampagne, man Performance-Kampagne, da können unterschiedliche Maßstäbe zum Zug kommen. Und der Output dessen sollte sein, dass man Brand Safety-Richtlinien für sich etabliert, die man dann eben auch kommunizieren kann. Und es ist ganz wichtig, dass diese Richtlinien an Agenturen, an Vermarkter kommuniziert werden, dass die ganz klar wissen, was ein Go und was ein No-Go ist,
Das kann dazu führen, dass dann eben gewisse Blacklists hinterlegt werden, wie auch der Martin erwähnt hat. Es kann aber auch dazu führen, dass es gewisse vertragliche Regelungen gibt mit den Partnern, die ganz klar definieren, was sind die Regeln und was passiert, wenn gegen die Regeln verstoßen wird. Und der Punkt 3, schließlich die Überwachung. Also wenn man Punkt 1 und Punkt 2 gemacht hat, toll, wenn man es nachher nicht überwacht, dann weiß man nicht, wie gut dass die Maßnahmen greifen. Was inzwischen Usanz ist, ist der Einsatz von Ad-Verification-Anbietern, Meetrix, Integral und so weiter und auch externe Audits, gerade bei sensitiven Kampagnen. Und der Output sind dann Alerts oder Meldungen über Verstöße bei Brand Safety. Das sind eigentlich die 3 Schritte, die wir empfehlen. Das kann auch iterativ sein, wenn man merkt, okay, wir haben da gewisse Dinge gesehen, die passen nicht zu meiner Marke, dass dann entsprechend die Brand Safety Richtlinien angepasst und wieder kommuniziert und von neuem überwacht werden sollen. Und es gibt 2 Wege, dies zu tun. Das eine ist eben über Verification, das heißt, dass man versucht, vorgängig zu blocken, dass man schon gar nicht auf diesen Seiten landet. Das andere ist, dass man zusätzlich noch einen externen Audit macht, das heißt, dass man diese Webseiten durch einen Crawler nochmal crawlt, um zu sehen, lande ich auch wirklich nicht dort. Das sind dann Alerting-Systeme, die Kunden darauf aufmerksam machen können, wenn eben trotzdem Werbung auf gewissen YouTube-Kanälen oder Webseiten gelandet ist, obwohl man diese Ad-Verification im Einsatz hat. Und inzwischen nutzen doch einige Agenturen, die heute schon seit längerem, nutzen eben beide Systeme, um sicherzustellen, dass die Qualität so hoch wie möglich ist. Fazit. 100% Brand Safety ist enorm schwierig, 97% auch. Je nachdem, was die Richtlinien sind, ist es ein bisschen einfacher, ist ein bisschen schwieriger. Das heißt, ich würde immer vorsichtig sein mit allzu großen Versprechen. Es gibt auch keine Allerheilsmittel-Tools. Es ist wichtig, dass man Daten aus verschiedenen Systemen analysiert, dass man auch kritisch hinterfragt und dass man eben auch manuell überprüft. Also der Martin verbringt sehr, sehr viel Zeit in der manuellen Überprüfung von Referral-Listen, um eben auch die zu scannen und zu sehen, hey, was macht keinen Sinn. Erst gerade kürzlich haben wir Ratio angeschaut, Anzahl Ad-Impression zu Usern mit Unique-Cookie-Profilen. Und wenn man dann sieht, dass ein Unique-Cookie-Profil irgendwie 20.000 Ad-Impressions verursacht, dann stimmt irgendwas nicht. Und das hat er nicht aus dem System rausgepickt, sondern das hat er durch eigene Analysen erfasst. Und so verbessert sich die Blacklist auch kontinuierlich. Also es ist ein Zusammenspiel zwischen Maschine und Mensch. Wenn das Problem ist, oder wir haben das Gefühl, oder wir haben die Angst, dass die Computer so unglaublich gescheit werden und irgendwie they're gonna take over the world. Das Problem ist, die Systeme sind eigentlich ziemlich blöd, aber sie haben die Welt schon erobert und wir verlassen uns einfach blind darauf. Und das kann dann manchmal ein bisschen gefährlich sein. Gut, das wäre es von meiner Seite. Ich hoffe, ihr seid jetzt nicht alle geschockt und sagt, ich schalte keine Werbung mehr. Also das sind jetzt nicht Themen, die 80% eures Budgets tangieren. Das wird ein kleiner Teil sein, wenn überhaupt eures Budgets durch das tangiert wird, aber mit einem potenziell hohen Impact. Deshalb ist es doch wichtig, sich auch damit zu befassen. Dann gebe ich zurück an Moritz oder Martin. Oder vielen Dank, Andi. Jetzt wäre die Runde offen für Fragen. Ich bin sicher, die eine oder andere wird es geben. Gerne einfach unmuten und dann reinschießen. Und so habe ich eine zum Starten. Wir haben jetzt gerade den Krieg da im Osten. Du hast, glaube ich, kurz was erwähnt, Andi, zwischendurch, aber ist das was, wo man jetzt manuell drauf reagiert? Oder geht man da tatsächlich da in Channels wie Telegram rein und sucht sich raus, was nicht passend ist? Gibt es sowas wie Sanktionen in dem Bereich? Kannst du dazu was sagen? Also was im Moment passiert, ist, dass gewisse russische Channels wie Sputnik News, Russia Today und so, die werden sehr aktiv geblockt von den Netzwerken. Da haben wirklich die Netzwerke haben hier schon was unternommen. Die große Herausforderung in solchen Konflikten ist in der Regel User-Generated. Die explodieren, wenn solche Kriege abgehen, explodiert User-Generated. Das heißt, da würde ich jetzt vorsichtigerweise, würde ich sagen, ich nehme User-Generated eher ein bisschen zurück. Da gehört YouTube dazu, dass man halt YouTube vielleicht einschränkt, dass man auf eine Whitelist geht, wo man halt
ja, gewissen Traffic auch vernachlässigt, der unter Umständen viral nebenbei laufen kann, aber dafür Brand Safety ein bisschen höher stuft. Und was wir halt gesehen haben, ist, dass News-Seiten tendenziell eher leiden, wenn es solche Konflikte gibt. Verständlich, dass man sich dort überlegt, wie stark, dass man News-Seiten buchen möchte, weil man halt neben gewissem Content läuft, der per se nicht, ich sage es mal, schlimm für die Marke ist, aber einfach vom Content her ziemlich schlimm ist. Also typischerweise, was passiert, wenn so ein Konflikt ist, dass eine Anpassung der Blacklist vorgenommen wird, dass man halt plötzlich Ukraine und Russland auf eine Blacklist nimmt. Wie sinnvoll das ist, kann man drüber streiten, wird aber von vielen gemacht. Aber heute nehmen doch die Netzwerke schon ziemlich viel vor, indem sie halt gewisse Umfelder und Seiten blocken. Aber wie wir gesehen haben, auf, ich sage es mal so, eher ideologisierten Webseiten im deutschsprachigen Raum, wie auch in Amerika, da geht es im Moment die Post ab. Ja. Also gerade auch viele, die vorher das Thema Corona hatten, nehmen sich jetzt das Thema Russland an. Die sehen eine große Verschwörung und der Westen hat sich gegen Russland verschwört und Russland ist ein Opfer und so. Es ist schon ziemlich krass, was jetzt auf diesen Kanälen abläuft. Ja. Und wie würdest du die Entwicklung jetzt, ich sage mal, in der Schweiz über die letzten 5 Jahre beschreiben? Was waren da die großen Innovationen? Unterscheidet sich das vom Ausland oder sind wir da immer mit dabei? Ich sage mal, die Innovation, die stattgefunden hat, ist, dass die Schweizer online entdeckt haben und gesagt haben, hey, was die Amis machen, das können wir auch. Ob man das jetzt als innovativ betrachten möchte, kann man sich darüber streiten. Aber so Seiten wie Patriot und Uncut und so, ja, die existieren so seit einer Weile, aber die haben einen enormen Auftrieb erhalten. Und die haben auch YouTube viel stärker entdeckt als Kanal. Also es ist krass, was auch Corona ausgelöst hat, wie viele Leute sich jetzt auf diesen Kanälen bewegen, einfach weil sie nicht mehr den größeren Medien nicht mehr Glauben schenken. Das hat zu ziemlichen Auftrieb geführt. Und die Werbenetzwerke, die sind in einem Clinch. Weil sie sagen, hey, da geht Traffic hin, den möchte ich eigentlich monetarisieren. Die versuchen es mal mit Meinungsfreiheit und sagen, das ist Meinungsfreiheit, ich möchte dem nicht im Weg stehen. Und die Schlacht ist noch nicht geschlagen, wie weit geht Meinungsfreiheit. Ja, also das ist ein ganz, ganz schwieriges Feld auch für die Netzwerke, um da zu sagen, nee, den drehen wir jetzt den Geldhahn zu. Also da ist noch nicht entschieden, wo die Reise hingeht bezüglich dieser Plattform. Vielen Dank. Dann in die Runde. Gibt es sonst noch Fragen? Zeit haben wir noch. Die Herren stehen uns auch noch zur Verfügung. Mikro öffnen und loslaufen. Und sonst ja, ich hätte sonst vielleicht noch eine, Andi. Was mich noch wirklich interessieren würde, so ein bisschen deine Meinung jetzt zu den ganzen, du hast vorher gesagt, User-Generated Content ist auch ja immer in Amerika das große Problem mit diesen Paragraphen, eben, dass man eigentlich nicht haftet für die Inhalte. Das ist ja so ein bisschen, wo diese Section 230 ist das, glaube ich. Und da ist so ein bisschen meine Frage, wenn wir jetzt auf die Networks, also die Social Networks gehen, jetzt sagen wir mal Instagram, aber auch jetzt TikTok, was ja immer mehr wird. Wie siehst du da so deinen Eindruck mit das Thema Brand Safety? Und das ist ja, also ich habe jetzt gemerkt, zum Beispiel bei TikTok ist das relativ schnell, sperren die Sachen, aber weiß nicht wie, also kannst du da eine Einschätzung geben, wie viel da irgendwo noch Brand Safe ist und wo es dann schwierig wird? Also, die sind sehr stark marktgetrieben, Moritz. Je nachdem, was im Moment gerade das große Thema ist, bei den Advertisern, machen die den Hahn ein bisschen zu und sonst machen sie ihn eher auf. Wenn niemand aufschreit, dann lassen sie praktisch alles gelten. Ja, dann sagen sie, hey, dann machen wir. TikTok hat natürlich China im Rücken. Die sind noch mal krasser. Also wenn dann die chinesische Regierung sieht, dass da gewisser Content läuft, der nicht okay ist, dann, ich meine, du hast gesehen, wie schnell das die chinesische Regierung einem Tech-Company den Hahn zudrehen kann. Das ist ziemlich eindrücklich. Und die amerikanischen Unternehmen, die machen dasselbe, ja. Die schauen sich zuerst mal den amerikanischen Markt an. Wie ist die Gesellschaft dort sensibilisiert? Entsprechend sind auch so Themen wie Waffen überhaupt kein Problem auf YouTube, weil die amerikanische Gesellschaft das akzeptiert. In Europa wäre das eine völlig andere Kiste, wenn YouTube ein europäisches Unternehmen wäre. Und oder ich meine, als ich dort mal mit YouTube gesprochen habe, die haben das ganz klassisch gesagt, die haben einen Regler.
Und der Regler geht von links nach rechts. Und rechts ist, ich lasse alles zu, mit dem Risiko, dass mir die Advertiser abspringen. Ja, dafür sind die Content Creator happy, weil die schieben ein Video auf die Plattform, das wird innerhalb von Stunden wird das monetarisiert. Den Regler kann ich aber auch auf die andere Seite schieben und ich kann jedem Content Creator praktisch ein Review vorne dran setzen. Das heißt, du lädst ein Video hoch, dann wird es zuerst 2 Wochen lang gereviewt durch meine Leute und wenn es okay ist für Brand Safety, dann wird es öffentlich gestellt. Das ist super für die Advertiser, für die Content Creators ist das die absolute Hölle, weil die kriegen während der 2 Wochen, wo die unter Umständen ganz, ganz viele Visits haben, kriegen die keine Monetarisierung für das Video freigeschaltet. Ja. Und dann springen sie unter Umständen ab und gehen auf Dailymotion und BitChute und was es alles gibt. Ja. Und in diesem Spannungsfeld bewegt sich YouTube und die haben einen Regler. Ja, natürlich können sie den Regler ganz krass in Richtung Brand Safety stellen, aber dann verlieren sie Content Creators. Aber wenn sie ihn zu weit rüberstellen in Richtung alles zulassen, dann verlieren sie eben die Advertiser und kommen in den Nachrichten. Und das sehen wir auch, dass diese Regler werden immer wieder ein bisschen von links nach rechts geschoben, hin und her, je nachdem, wie die öffentliche Meinung ist. Jetzt bezüglich Russland mussten sie wieder Stellung beziehen. Also es ist sehr stark mediengetrieben. Es gibt keine klare Strategie, wo man sagen kann, Advertiser-freundlich oder Content-Creator-freundlich, sondern es bewegt sich irgendwo zwischen. Super spannend. Vielen lieben Dank, Andi. Ja. Vielen Dank auch Martin, Philipp für die Organisation. Ich denke, wir sind am Schluss, wenn keine Fragen mehr sind. Vielen lieben Dank für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche allen noch eine tolle Woche und verabschiede mich. Und ich freue mich, Sie dann wieder zu begrüßen in unserem nächsten Webinar. Das wird voraussichtlich dann im Sommer, im Juli stattfinden. Eine ganz schöne Woche und tschüss miteinander. Ade miteinander. Ade. Ciao.